Ja, hallo Leute, ich bin euer Charlie. Ich befinde mich hier in Heeg im Yachthafen des Yachtclubs Eintracht und wir wollen hier ein bisschen segeln, das heißt also mit dem Boot in Holland rumfahren. Ja, das machen wir jetzt genau eine Woche lang. Heute haben wir Samstag und ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. So, das ist Olaf und er lässt sich jetzt einen lecker Groll schmecken. Geneva haben wir schon auf und ich trinke jetzt auch eins. Zum Wohl. Wollen wir jetzt an Land? Ja, da gehen wir jetzt hin. Dann auf. Jetzt am ersten Abend gehen wir schön ein Bierchen trinken. Eins? Ja, ich habe ja nicht gesagt. Ne? Kann dir immer noch eins dabei kommen, ne? Ich hoffe es. Ja. Ja, dann haben wir da hinten nämlich eine very nice Bierbar gefunden. Dann werden wir uns jetzt mal schön verlustieren. Ach, habt ihr schon gemerkt hier? Wir haben uns jetzt so auf Eiselmeer vorbereitet mit so netten Käppchen. Ja? Nehmen wir Mut hat Mut. So, das ist der erste Tag. Ja, jetzt. Heute ist noch nicht viel gelaufen. Ne? Nein, heute ist noch viel gelaufen. Jetzt wollen wir ein bisschen chillen. Gepackt. Wir haben das Schiff heute zusammengepackt. Ja, genau. Dann wollen wir mal weitersehen, was wir morgen machen. Genau. Heute erstmal ganz geschillt den Urlaub beginnen. Dann mal weitersehen. Und jetzt wird geschillt. Ja, schon ein Bierchen getrunken und geschillt. Oh, ich sag, das ist nämlich Urlaub. Guck mal schnell. Geh mal gucken, wo dein Mann ist und wo deine Kinder sind. Och, Roschi. Komm schon. Neulich eine hinterher. Ist da aus dem Wasser? Ja. Und rannte hin. Oh. Ja. Ja. Der gemütliche Teil des Abends. Prösterchen. Ja, Leute, der Abend ist vorbei. So, wir sind jetzt hier schön in der Kajüte. So, jetzt wird die erste Nacht vollbracht. Wir werden jetzt hier schön Bubu machen. Natürlich ohne diese Kapitänsmütze. Und jetzt werden wir mal schön schlafen. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann fahren wir mal irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wo wir landen werden. Ja, wisst ihr Bescheid. Morgen schon das Gottemund. Erstmal das Kaffee. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wer hier liegt. Oh, noch einen dicken Kopf. Kleines Frühstück. Das ist der erste Morgen. Jetzt ist Olaf auch aufgestanden. So, Leute, jetzt werden wir so langsam fertig und hier losmachen. Schauen wir mal. So, zweiter Tag hier. Jetzt geht es so langsam aus dem Hafen raus hier. Und tuckern wir mal los. Thank you.
Ja, Leute, wir sind jetzt hier in Stavoren. Wir haben hier mal eben festgemacht. Wir wollen uns den Ort gleich mal angucken. Ja, dann kommt mit. Wird bestimmt interessant. Da befinden wir uns jetzt. Ja. Ja, guten Morgen. Wir sind heute noch immer in Stavoren und stechen gleich in See. Wo wir heute landen, wissen wir noch nicht. Ziel wäre Lemmer, aber es kommt gerade auf Wetter an und wie wir da hinkommen. Ja, Zeit mal hier das Boot zu zeigen. Ja, damit ihr mal seht, wie wir hier so hausen. Das ist ein Charterboot. So, das ist jetzt so nach hinten raus, da der Steuerstand. Und hier haben wir dann zwei Bänke, wo man sitzen kann. Jetzt gehe ich mal so rückwärts, da kommt man hier rein in die Kombüse und Wohnraum und so weiter. Ja, da haben wir hier also so eine Eckbank. Da kann man dran schlafen hier einmal. Dann haben wir hier noch eine Eckbank, da kann auch ein Kind liegen. Ja, ist also ziemlich eng. Hier vorne haben wir dann noch, na, ist das Buch, da kann man sich noch so reinfalten. Ja, also irgendwie so krumm da reinlegen, das geht dann auch. Ja, und dann die Kloschüssel, das ist auch ein Ding. Ja, das ist gerade mal so groß wie so ein Essteller. Also für Dickärsche nicht geeignet. Ja, nehmen wir mal raus. Also hier haben wir so eine kleine Kochstelle noch. Wasser und ein Herd. Ja, hat diese Nacht ein bisschen gestürmt. So. Das ist dann halt so über das Boot gefilmt und da hinten geht es dann wieder raus und rechts ist die Schleuse zum Heiselmeer, da ganz hinten. Ja, Leute, so wird gefrühstückt auf dem Boot.
alles ein bisschen eng hier, aber dafür haben wir ein leckeres Frühstück. Brot haben wir uns mitgebracht aus Deutschland, weil die Niederländer, die haben hier solche Pappbrote. Da brauchen wir schon richtig gutes Brot aus Deutschland hier. Ja, und guten Schinken, gute Wurst. Dann lassen wir uns hier gut gehen. Nur Kaffee. Kaffee machen wir auf italienische Art und Weise. Prost. Prost. So. Oh, ist das schön heiß. Ja. Ja. Dann wollen wir heute nach Lemmer, ne? Mhm. Übers Eiselmeer. Übers Eiselmeer. Mal gucken. Ich denke mal 4-5 Stunden werden wir fahren. Ja. Weil gestern hatten wir ein bisschen Sturm. Werden wir wahrscheinlich nicht gefahren. Aber heute ist es schönes blauer Himmel. Und der Sturm hat sich gelegt. Können wir mal. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben hier. Wir haben ein bisschen Deck schrubben müssen heute. Guck das mal an. Aber der Olaf, unser Kapitän, der kann das schon. Der holt jetzt das gute, saubere Eiselmeerwasser. Und dann holt die Haussau, das bin ich, für den Abwasch und fürs Frühstück zuständig gewesen. Naja, viel haben wir ja nicht. Aber den Höllenritt, den haben wir jetzt hinter uns. Das war nämlich zum Segel setzen. Aber es ist ganz schön hier. Schön am kabbelig sein. We'll be right back.
So, hier sind wir durch die alte Schleuse in Lemmer. Hier mitten durch Lemmer, ja, auf einen Kanal. Dann wollen wir mal gucken, wo wir irgendwo anlegen können. Ja, Strom legen am Abend ist wichtig, damit alles läuft, vor allem der Kühlschrank. So, das Outfit ist jetzt auch ein bisschen landfeiner, mit Schlapphut, nicht mehr Kapitänsmütze und Weste und hast du nicht alles gesehen. Ja, dann wollen wir uns mal Lemmer ein bisschen angucken. Jetzt werden wir quasi zu Lemmer. So, dann gehen wir mal hier durch Lemmer. Da hier vorne sind wir gerade hergefahren. Auch das war schön. Das ist besser als in Holland. Ja, und da vorne sind Hunde willkommen. Und Seehunde auch. Ja. Da ist der Witz da. Guck, immer gut. Thank you.
Ja, das Schöne ist auch das After-Sailing-Bier. Nicht? Wir hatten ja auch schon ein Einlaufbier beim Einlaufen in den Hafen und jetzt haben wir das After-Sailing-Bier. Ne? Muss auch sein, Olaf. Ja. Stimmt. Mitternachtssnack. Den haben wir auch noch. Den haben wir auch, den kriegen wir noch. Müssen gleich noch einkaufen. So, Olaf, jetzt machen wir es ein bisschen romantisch, ne? Ja, sowas von. Ja. Whisky, Cola, lecker Bier. Ja, und die Kerzen für die Romantik, die dürfen wir nicht vergessen. Und so ein bisschen hier was von. Ja? Romantik, Romantik. Wenn wir was wir nicht zu Hause kriegen, dann machen wir hier, wo? Hast du Kerze mit drauf? Was? Hast du Kerze mit drauf? Habe ich. Hauptsache, hast du Kerze mit drauf? Ja. Eben. Die Romantik. Ja, so ist das. Das nennt sich dann Urlaub. Wenn man also Ruhe hat, sich abends noch ein Bier trinken kann. Oder auch nicht. Ich bin hier. Ja. Wir Schnauze halten. Abendsnack. Ja. Ja, heute ist Tag 3. Wir wollen heute mal sehen, dass wir so Richtung Snee kommen. Und dann lasst uns überraschen, was wir da so alles sehen werden und was da so los ist und auf dem Weg dahin, denn beim Segeln oder beziehungsweise Bootfahren hier in den Niederlanden ist das ja so der Weg, das Ziel ist. Ja? Gut, schauen wir mal. Ja, dann werden wir jetzt gleich losmachen und dann geht es los Richtung Snake. So, es wird das Boot vom Strom genommen.
Ja Leute, hier sind wir unterwegs nach Sneek, immer noch auf dem Wasserwege. Viel Landschaft zum Gutfinden. Hinter uns eine Mühle. Ja, und natürlich auch ein Sailing-Bierchen. Tut gut. So, dann haben wir uns ein bisschen umgezogen. Jetzt gehen wir mal in den Ort rein, gucken, was los ist. Ja, das ist eine gute Stadt hier. Ja, der Ort sagt man ja so. Das gehört auch dazu. Wir sind jetzt in der Innenstadt von Sneek und dann wird jetzt erst einmal Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Ja, man kann ja nicht nur Bier saufen. Gar nicht.
So, jetzt sind wir wieder auf dem Boot, haben uns den Sonnenschirm aufgestellt, die Schochen mal lang gemacht und warten mal auf den Abend und lassen uns hier gemütlich mal losgehen. Ja, das ist Urlaub. Ja, guten Morgen Leute, wir sind heute am vierten Tag, am Mittwoch, und wir wollen heute nach Leeuwarden fahren. Ja, geht wieder durch die ganzen Kanäle hier, hoch Richtung Norden. War sehr schön hier in Sneek, ich kann aber jedem mal empfehlen, mal hier hinzufahren. Schöne Innenstadt, schöne Altstadt. Ja, aber wie gesagt, Zigeuner zieht's weiter. So, der Motor ist angeschmissen. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, geht's los. Dann nimm schon mal die Pinne in der Hand. Ja, Moment. So, jetzt hängen wir hier vor der geschlossenen Eisenbahnbrücke. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauert hier, bis wir durch können. Wir müssen uns da mal überraschen lassen. Mittlerweile liegt hier noch ein Boot. Ja, haben uns jetzt entschlossen, uns ein Bierchen zu zapfen und mal erstmal einen zu verzehren. So, die Brücke ist offen. Dann geht's durch.
Aber das ist eine Eisenbahnbrücke, die dreht sich. Ja, die wird dann so gedreht. Ja, das ist jetzt der Ort Grau mit 700 Einwohnern, aber bestimmt 7000 Gästen. So, da hinten, da geht der Kanal weiter in der Richtung Alte Feen oder Prinzenhof. Da wollen wir irgendwo anhalten und ein paar Würstchen grillen. Und uns von Mücken fressen lassen. Aber das wissen wir noch nicht. Ich habe noch Spray mit. Bis jetzt war es gut mit den Mücken. Eine Windmühle. So, jetzt habe ich angelegt und da werden wir jetzt Feuer machen und grillen. Jetzt wird gegessen, wir haben jetzt schon die Würstchen. Gut, ne? Freilandgrillen. Das ist richtig lecker. Würstchen mit Barbecue-Soße. Nam, 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 nam. Na, was wollt ihr beiden? Das ist so lecker. Boah. So, jetzt habe ich nichts mehr. Könnt ihr abhauen.
Tschüss. Ja, da war das Grillen im Naturreservat Alte Feen. Jetzt fahren wir auch gleich weiter nach Neubaden. Weißt du was, Olaf? Was? Wenn man ganz genau hinhört hier, ne? Die Ohren spitzt und ja. Ganz genau hinhört. Weißt du, was man dann hört? Verdammt laute Vögel. Nee, kein Weibergekeif. Ja. Ade, schöner Grillplatz. Ade, Enten. Jetzt geht's weiter. Ja, nach Leeuwarden sind wir nicht mehr reingekommen. Wir sind jetzt in einem kleinen Ort, der heißt Warten. Das ist ein Vorort von Leeuwarden. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Also unser Boot haben wir jetzt festgemacht, hier in einem kleinen Yachthafen vor dieser Brücke. Da sind wir ein bisschen zu spät gewesen. Die Brücke war schon zu. So, so, da steht ein Friese. Ja. Und der Friese, der guckt jetzt auf seine Wiese. Das ist sein, das ist nämlich sein Essen da vorne. So, das ist hier eine very nice Bierbar. Haben gerade gut gegessen. Und jetzt sitzen wir hier am Kanal und lassen uns gut gehen. Wohl, Olaf. Ja. Ja, guten Morgen Leute, heute haben wir Himmelfahrtstag, Vatertag bei uns in Deutschland, hier in den Niederlanden eher so ein Gammeltag. Wir wollen heute mal nach Leeuwarden fahren, wir sind gestern nicht ganz hingekommen, sind hier in Warten gestrandet, war aber auch ganz nett. Na, wir waren gestern also, habt ihr ja gesehen, an so einem Lokal, an einem Kanal und haben da lecker gegessen und uns 1, 2, 3, 4 Bierchen da reingetan. Ja. So, ja, geht's weiter. Ich wünsche noch weiterhin viel Vergnügen mit diesem Film.
So, wir liegen jetzt im Yachthafen Leeuwarden. Wollen mal gucken, dass wir in die Stadt kommen. Hier Blumenmarkt. Das sollte einer der größten Blumenmärkte sein hier von ganz Niederlande. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber sicher. Ja, Leute, heute ist der letzte Tag. Geht zurück in den Heimathafen nach Heeg. Eine ganz schöne Strecke. Ja, also wir sind jetzt noch in Leeuwarden. Denke mal so. 5 Stunden, 6 Stunden mehr fahren. Sicher. Nicht gleich noch Tank voll machen, damit das überhaupt geschafft wird. Und wir hoffen, dass diesmal keine Brücken gesperrt sind. Wir hatten auf der Hinfahrt 3-mal das Pech, dass Brücken gesperrt waren. Wegen Bauarbeiten oder was weiß ich nicht alles. Und wenn das uns passiert, dann können wir noch einen größeren Umweg machen. Und das sollte an für sich nicht so sein. Ja, das ist unser vorletztes Frühstück. Morgen wird dann im Heimathafen gefrühstückt. Boot ausgeladen und so weiter.
Na ja, gut. Wollen wir mal gucken, was der Tag so bringt. Ja, bevor wir fahren, müssen wir tanken. Und das kann man hier. So, tschüss, Leuwarden. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Heimathafen in Heeg. Ja, der Urlaub ist vorbei. Wir sind hier also schön durch die Kanäle geschippert und durchs Eiselmeer und weiß ich nicht, hier oben in Friesland, in den Niederlanden. Ja, auf ein Charterboot. Ja, und ich hoffe, dass dieser Film gefällt. Ich könnte euch mal zeigen. Hier gibt es so einen Daumen hoch, den könnt ihr da unten betätigen. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal in diesem Theater, ne? Ich hoffe, dass ich dann auch wieder ein paar Pilze zeigen kann. Ne? Nicht. Ich habe ja letztes Jahr gar keine. Also, tschüss. So, das sind jetzt die letzten Bilder hier vom Boot und aus dem Hafen von Heeg. Morgen geht's dann zurück. So, da ist der Olaf, der schneidet noch die Reste auf. Wir haben noch Schinken und Wurst. Und den werden wir uns jetzt da reinziehen. So, Olaf, Reste fressen, ne? Und Reste saufen. Ja, ist ja nicht mehr viel da. Ne, ist nicht mehr viel da. Die Literpulle haben wir geschafft, Bart. Ja. Das tun wir uns dabei schrauben, damit der Alkohol uns nicht die Leber zerfrisst. Voll?
Jo.